Ja, jetzt hat Österreich doch noch einen WM-Teilnehmer bekommen, Rusty Jake Rodriguez. Und auch er stellt sich meinen knallharten Fragen im WM-Vorlauf zum Interview. Rusty, erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Grüß dich. Servus, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal zurückschauen auf diese letzte Chance, die du da genutzt hast beim PDPA Qualifier. Was war das für ein Tag? Du hattest ja auch noch ein besonderes Duell mit Mensur Suljovic, den du geschlagen hast, und dann im letzten Spiel diese fast 107 im Average. Wie war der Tag und ja, wo kam das her, dass du das dann doch noch hingekriegt hast? Ich weiß es selber nicht, Kevin, aber ich habe mir vorgenommen, einfach Spaß zu haben. Ich meine, das war die letzte Chance dieses Jahr. Und wenn sie es halt, wenn ich mich qualifiziere, dann qualifiziere ich mich eben. Ich hatte ja davor in Calgary die Chance, da habe ich leider nicht so gut gespielt. Und ja, das Duell gegen Mensur, ich weiß, dass er nicht in Form ist, so, und ich auch nicht. Aber das war ein 50-50-Spiel und ich habe Gott sei Dank gewonnen. Dann lass uns vielleicht ein bisschen auf dein Jahr 2023 schauen. Es ist nicht gut gelaufen. Es gab, glaube ich, zwei, drei Achtelfinals. Es gab nochmal einen Titel auf der Development Tour, aber ansonsten kein einziges Mal für die European Tour zum Beispiel qualifiziert. Was war da los? Ich kann es dir selber nicht sagen. Ich bin noch mental bin ich eigentlich immer stark gewesen, aber die letzten 2 Jahre hat es mich etwas umgehauen. Gute Spiele verloren, das ist halt eben hart auf der Tour. Und dann habe ich auch noch eine Verletzung bekommen am Handgelenk, am rechten. Das hat es noch schlimmer gemacht und es ging immer abwärts und abwärts und irgendwann kommt man da nicht mehr raus. Und mit dieser Quali, glaube ich, habe ich mich etwas rausgedrückt aus diesem Loch. Wie geht's denn jetzt mittlerweile dem Handgelenk? Ich habe jetzt die letzten 2 Tage trainiert und es tut es heute spiele ich schon wieder. Ich werde heute mal pausieren. Aber hin und wieder kommt es kommt nach ein paar Stunden, es kommt auch nach ein paar Tagen. Es ist immer, schau mal schauen. Es ist immer ein Mal schauen. Und man kann da nichts behandeln oder müsste man da wie bei Jelle Klaassen vor ein paar Jahren was operieren und das möchtest du nicht machen lassen oder was gibt es da für Möglichkeiten? Ich war beim Orthopäden und die meinten, ja, das ist halt auch eine 50-50-Chance. Wenn du es operieren lässt, kann es sein, dass es schlimmer wird, aber es kann auch sein, dass es besser wird. Der Orthopäde hat mir gesagt, mach es lieber nicht. Und ja, ich werde noch zu einem Experten auch noch hingehen nach der WM und ja, mal schauen. Es gibt ja Leute, die sagen, du bist der talentierteste von den Rodriguez-Brüdern, der talentierteste vielleicht auch in Österreich. Wie sehr, ich weiß, glaube ich, dass du auch nicht immer der Fleißigste gewesen bist. Jetzt kommt natürlich das mit dem Handgelenk noch dazu, aber das spielt sich ja irgendwie gegeneinander aus, weil du bist vielleicht jemand, der gar nicht so gerne trainiert, aber jetzt musst du halt auch noch aufpassen mit dem Handgelenk. Das stimmt allerdings. Ich meine, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal 2 Tage hintereinander trainiert habe, sage ich dir ehrlich. Heute, die letzten 2 Tage, habe ich 3, 4 Stunden trainiert. Heute spüre ich die Hand sehr, sehr stark. Ja, der Talentierteste, ich glaube, ich bin auch der Beste gerade in Österreich, weil ich mich eben Das qualifiziert habe. stimmt. Ja, wie gesagt, das ist halt, ich muss immer schauen, dass ich viel Pause dazwischen habe. Der trainingsfleißigste war ich mal früher, bestimmt jetzt nicht mehr. Jetzt mittlerweile wirklich nicht mehr, aber ja, man muss schauen. Wie sieht denn die WM-Vorbereitung aus? Also trainierst du viel für dich alleine? Trainierst du vielleicht auch mit anderen Spielern, wie das vielleicht in Österreich zumindest, wenn die Wege sind ja gar nicht so weit, der Fall war. Wobei zu deinem Bruder nach Tirol ist das schon nochmal eine Strecke, ne? Das stimmt, 4 Stunden nach Tirol, das gebe ich mir leider nicht. Und er hat selber auch Pause. Ich meine, er wird es auch genießen, dass er mal Dezember stressfrei ist. So wie der Mensur. Ich meine, ich werde sie beide nicht stören. Ich versuche über Skolia Darts mit dem Kim viel zu trainieren. Die letzten 2 Tage habe ich mit Kim trainiert. Auch viel alleine mit mir. Ich habe am er ich, bevor ich mit Kim trainiere ich davor noch 1 Stunde für mich alleine, eben die Finishes und so weiter.
Aber ja, ich werde die beiden nicht stören, ich werde keinen nerven, ich werde jeder hat Weihnachtsstress und das werde ich denen, ich werde denen nicht noch mehr Stress geben. Okay, dann lass uns auf deine Auslosung schauen. Geht direkt los am ersten Abend gegen Cameron Menzies. Wie schätzt du die Auslosung ein? Er ist ja jetzt auch jemand, ich habe es gesehen, ein Viertelfinale, ein, zwei Achtelfinals, auch nicht groß wirklich bei TV-Turnieren aufgespielt, mal abgesehen jetzt Players Championship Finals, aber dann auch die erste Runde raus. Wie schätzt du diesen Gegner ein? Auf dieser Bühne ist leider alles möglich. Man kann 2-0 vorne sein und 3-0 verlieren, so wie ich das letzte Mal. ja, Cameron Mainz, wir haben einmal, glaube ich, gegeneinander schon gespielt. Das habe ich 6-5 gewonnen. Ich meine, ein sehr, sehr schneller und sehr, sehr starker Spieler. Sobald er mal in seinem Element ist, ist er schwer aufzuhalten. Da fliegen die 180er. Das habe ich das letzte Mal sehr gut mitbekommen, als ich 5-1 vorne war oder so und der auf 5-5 aufgeholt hat. Ich meine, es wird sehr, sehr interessantes Spiel. Die Auslosung ist zwar nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste, würde ich jetzt mal sagen. Es wäre dann in der zweiten Runde das Duell gegen Dave Chisnall möglich. Ich meine, das hat es ja in der Familie Rodriguez schon zweimal bei der WM gegeben. Da stimmt, Robert hat zweimal gegen ihn verloren. Das stimmt. Ja, wie gesagt, ich muss mal die erste Runde überstehen, damit ich gegen ihn so weit gegen Cheesy spielen kann, darf. Und wir werden auf der Bühne, wie gesagt, kann man viel erreichen oder auch viel oder auch schnell abkacken. Was nimmst du dir für die WM vor? Erstmal durch die erste Runde durchkommen? Ich spiele immer von Runde zu Runde. Mal schauen, wie ich spiele, wie wohl ich mich fühle und dann ist alles möglich. Bei der WM, bei deiner ersten WM, hast du das erste Spiel gewonnen und dann ja eigentlich schon eher unglücklich in der zweiten Runde gegen Chris Doby verloren. Wie sehr ist das noch ein Thema? War das vielleicht auch ein Spiel, wo du denkst, wenn ich das gewonnen hätte, wäre alles anders gelaufen? Natürlich, ich meine, wenn man 2-0 vorne ist gegen Chris Doby und 3-2 verliert, ich meine, ich hatte keine Matchstats oder so, aber da hat er seine Erfahrung mal gezeigt und eben, dass er öfter schon auf der Bühne war und ich eben nicht. Das bleibt natürlich hängen, aber wo man jetzt jeden Tag nicht, wo ich jetzt schlaflose Nächte darüber habe, habe ich jetzt nicht. Ich meine, die ersten paar Tage vielleicht vor 2 Jahren, aber diesmal nicht. Heute denke ich nicht mehr so stark nach. Und die Bühne, du hast, glaube ich, dieses Jahr kein einziges Mal auf der Bühne gespielt. Wie sehr ist das eine Geschichte, oder bist du da einfach jemand, der sagt, okay, ich gehe da rauf und das ist völlig egal? Ich fühle mich meistens sehr wohl auf der Bühne, auch wenn ich schon länger nicht oben war. Ich habe ja dieses Jahr, wie gesagt, kein European Tour, keine Major-Turniere gespielt, aber bis auf jetzt halt, bis auf in 9 Tagen. Es wird natürlich schwer, aber nicht, ich mache mir da so nicht so viel Kopf. 15. ist dein erstes Spiel. Weißt du schon, wann du nach London reist? Ich werde am 13. Am Abend fliegen. Meine Freundin kommt mit mir. Sie muss dann noch arbeiten und nach ihrer Arbeit fliegen wir dann direkt los. Und wenn wir nochmal auf das, ja, auf die aktuelle Situation bei dir zum Schluss nochmal schauen, es würde wahrscheinlich ein WM-Viertelfinale brauchen, dass du die Tourkarte behältst. Wie gehst du das an? Machst du dir darüber noch einen Kopf? Und wie geht's ansonsten weiter? Einfach im Januar wieder alles auf Anfang in der Q-School? Viertelfinale ist sehr, sehr schwer. Aber ich werde mir nicht sagen, Herr, du musst, das wird nicht passieren. Ich werde natürlich zur Q-School fahren und schauen, was da geht. Aber wenn ich nicht die Tourcard schaffen sollte, werde ich auch arbeiten gehen, mal wieder nach ein paar Jahren. Seit etlichen Jahren gehe ich wieder mal arbeiten. Das habe ich, glaube ich, nötig. Das wird mir mal im Leben gut tun. Ich werde dann auch ein bisschen Pause machen von der Tour, wenn ich die Tour gerade eben nicht schaffe. Ich gehe ohne Druck zur Q-School. Ja, ich werde wahrscheinlich nur die Development Tour nächstes Jahr spielen, wenn ich keine Tour gerade habe. Als die Challenge Tour.
Nein, die Development Tour. Aber du bist ja dann 24. Na, ich werde 23. Ah, da war der Fehler. Da war Ja. der Fehler. Jetzt habe ich's. Okay. Ja. Ja, okay. Du, Ich bin noch nicht dann. so alt. Na, ich Irgendwie habe ich werde. dich ein Jahr älter gemacht. Ja, das kann Ja. passieren. Ich werde am 24.12.23, da habe ich noch meine letzte Development Tour Saison. Und das werde ich dann attackieren und schauen, was da geht. Ich werde keine Challenge Tour spielen, wenn ich die Tour gerade nicht so schaffen sollte, das an einem ein bisschen Pause machen. Ich bin ja auch schon etwas, ich bin zwar jung, aber ich bin schon etwas länger auf der Tour. Dann drücken wir dir erstmal für die WM die Daumen und wünschen ganz viel Erfolg und sind gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast nochmal. Und ja, alles Gute, Rusty J. Rodriguez. Danke dir, danke.